Ach, Detlef. Jo. Die Bosse von DSP Productions sind ja ganz schön fordernd. Oh ja. Wir wollen Hollywood in den Schatten stellen. Dafür brauchen wir vernünftige Schauspieler, hast du verstanden, ne? Ja klar, ich war ja auch dabei im Meeting. Ja, Detlef, aber du guckst ja und verstehst ja immer nichts. Du bist ja der Kameramann. Also nochmal zum Mitschreiben. Nochmal zum Mitschreiben, wir müssen Schauspieler an den Mann bringen. Schauspieler finden. Nee, nicht an den Mann bringen, wir müssen, wir müssen also Schauspieler finden. Also eine Art Forecasting, ja? Forecasting, ja. Ich nehme auf, du machst den Ton? Genau. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Das wurde uns schon in die Wiege gelegt, der Lev. Ja. Bist, mein Vater, ja. Mein Vater, Ralf Tonmann, der hat das auch schon gemacht. Ja. Also mein Opa, Jürgen Kameramann, hat den auch schon gemacht. Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater, der war Fischer. Ja. Aber. Wie hieß der? Mit Nachnamen? Wolfgang Fischer. Wieso bist du jetzt Kameramann? Wie doof. Na, ich bin ja von meinem Opa. Sag was. Kommst du von deinem Opa? Ja. Also ist dein Opa gleichzeitig auch dein Vater? Ja, ja, klar. Okay, euch hallo, Entschuldigung, Herr Kommel. Ja, guten Tag. Ah, das ist ja perfekt, weit kommen. Guten Tag. Ja, was brauchen Sie denn? Wir kommen von den DSP Productions Filmstudios. Wie man zum Filmstudio kommt? Nee. Da kommen wir gerade her. Wir suchen noch Talente, Unentdeckte. Um Gottes Willen. Ja, wir sind aber leider gerade in Dienst. Das ist kein Problem, ja, das dauert nur 2 Minuten. Sie sich doch einfach am Marktplatz und... Nein. Ja, da ist ja niemand. Wenn Sie mal die Augen aufmachen. Ja, ist ja keiner. Es tut mir wirklich sehr leid, aber wir können im Dienst solche Sachen nicht machen. Deswegen wünsche ich Ihnen aber viel Erfolg und Glück. Wir schwärzen sie auch nicht an. Nein. Wir sind da leider nicht befugt zu. Na gut. Ja, dann schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Wenn wir im Dienst sind, können wir nicht solche Sachen machen. Wir müssen das, wir das ja hier vor Ort machen. Nein, wir müssen zu jeder Zeit aufmerksam sein. Und das geht dann leider nicht. Passen Sie auf, da hinten, der klaut Ihren Wagen. Ja. Dann würdest du dir das mal angucken. War nur ein Test, dass die aufmerksam sind. Was produzieren Sie denn überhaupt? Also wir machen Casting und versuchen, unverbrauchte Schauspieler zu finden. Welches Szenario soll ich denn darstellen? Olaf, geh mal ein Szenario vor. Nee, Detlef, du hast doch eben eine Story, also, jetzt erklär dir auch mal eben. Also wir stellen uns erstmal vor, ich bin Detlef, Kameramann, ich bediene die Kamera. Ich bin Olaf Tonmann. Genau. Ich bediene die Tonstange. Sie spielen jetzt einfach eine Szene. Wo sie hier über den Fußweg gehen, stolpern, sich ein bisschen wehtun und dann beklagen sie sich darüber, wie hart ihr Leben ist und dass alles scheiße ist. Kriegen sie das hin? Okay, ja, dann gehe ich ein paar Meter hier die Straße runter und dann... Ja, Moment, wir gehen kurz auf Position. Okay, Action! Hilfe! Das hat wehgetan, sag mal. Ah, mein Fuß, ah, scheiße, dieser verkackte Bordstein. Ah, alles scheiße, die Bank wollte schon wieder die Schulden eintreiben. So reagiere ich auch immer, wenn ich... ja, das... Das war super. Oder? Beste bis jetzt, ja, ja. Da freuen sich die Regisseure. Ja, das war gut. Guten Tag. Hallo. Ob Sie kurz Zeit haben? Wofür? Wir sind von einem Filmstudio. Wollten einfach mal fragen, ob Sie kurz Lust haben, eine Szene vorzuspielen. Nee, ich hab nicht dafür keine Zeit. Tut mir leid. Was ist, wenn Sie da 10.000 verdienen könnten durch? Nee, kein Interesse. 20.000? Nein. Wie viel wollen Sie denn? 40.000? Ich bin nicht so ein Schauspieltalent. Ich habe da kein Interesse dran. Nee, tut mir leid, kein Interesse. Ich habe was zu tun. Sie wissen schon, wie viel Schauspieler so verdienen im Jahr. Also so Tom Cruise und wie hieß denn noch der andere, der mit den blonden Haaren, Olaf? Michael Jackson. Zum Beispiel. Michael Jackson hat dann auch ziemlich viel verdient.
Weil ich jetzt mal ein Sänger, kein Schauspieler. Ach ja, sorry. Ja, aber Sie wissen doch, was wir meinen. Also der Punkt ist ja, dass Sie viel verdienen. Ich finde Schauspielern irgendwie, weiß nicht, mag ich nicht. Ja, dann singen Sie was. Ganz bestimmt nicht. Dann erzählen Sie einfach mal einen Schwank aus Ihrer Jugend, Mensch. Jetzt machen Sie einfach irgendwas. Warum denn? Ich hab keinen Plan, ich muss weiter. Ja, wir müssen ja auch unsere Chefs bedienen, weißt du? Also wir haben ja die Regisseure und die wollen ja, dass wir jetzt die Schauspieler suchen. Ja, aber nicht mit mir. Suchen Sie ja anderen. Ja. Das ist ein Detlef, Alter. Ey. Police! Nice. Bisschen wurde die gerade überfallen. Ja. Was? Ich komm hier angefahren. Auf einmal liegt der Polizist so tot. Hab schon Medic angerufen. Wir suchen auf jeden Fall. Wir suchen Schauspieler für unseren neuen Film. Genau, wir geben Ihnen eine kleine Szene vor. Das dauert dann eine Minute maximal. Und dann, hören Sie von uns in 1 bis 2 Monaten. Na, was soll ich denn machen? Sie kommen hier an und sehen hier so einen Polizist, der jetzt nicht mehr so ganz am Leben ist, in seiner kaputten Polizeikarre. Ja. Und dann möchte ich, dass Sie da ein bisschen Ihre Emotionen rauslassen. Beim zweiten Hinblick sehen Sie, dass das Ihr Onkel ist, der da auf dem Fahrer sitzt. Auf genau. Dem Fahrersitz sitzt. Dass wir da einmal Ihre Reaktion darauf sehen. Dass Sie einfach mal improvisieren. Sie können sich alles ausdenken, den Namen und sonst was. Aha. Das ist völlig egal. Einfach nur Ihre Emotionen reinstecken. Kamera läuft und Action. Oh, der Polizist ist weg. Egal, der liegt im Fußraum. Machen Sie einfach weiter. Mein Onkel. Ich hab immer angekauft, scheiß drauf. Was? Mein Onkel? Ach egal, scheiß drauf. Das war gut. Das war gut, Sie können wiederkommen. Also wir suchen, wir sind von einem Filmstudio und wir suchen Schauspieler. So, wir machen gerade so ein kleines Casting, wo Sie einfach nur kurz eine Szene vorspielen müssten und dann... Ja, also Sie sind einer von den Zeugen Jehovas. Richtig. Und sie klopfen da hinten gleich an der Tür, es macht aber keiner auf und dann versuchen sie durch die Tür die Leute zu bekehren. Wie man das halt so macht bei den Zeugen Jehovas. Hallo? Hallo? Rein! Ich muss nicht mehr fern. Was machst du denn da jetzt, Olaf? Ich bin nur Statist. So, einer von Ihnen ist der Zeuge Jehova und der andere, der wohnt hier. Sie können sich jetzt aussuchen, wer welche Rolle von Ihnen übernehmen möchte. Hallo? Hallo? Einen Moment. Warten Sie doch auf. Ich komme im Guten. Komm im Guten. Warum macht die Tür sich auf? Einen Moment, ich bin sofort da. Mal, was machen Sie da drin? Huch! Ah ja, guten Hallo. Tag. Ich komme im Namen Zeugen Jehovas. Grüße Sie. Ja, ich möchte Ihnen ein paar Fakten über ihn erzählen oder ihn einfach von dem Glauben überzeugen. Interesse. Natürlich. Das klingt schon mal super. Hätten wir auch Interesse an der Bibel? Ich meine, in meinem Bibelschrank passen noch ein paar rein oder so. Boah, das ist ja prächtig, ist der. Wenn die Kosten für die Kirche kommen, mache ich alles. Ich stelle jetzt mal halb ins Haus rein. Oh. Na, dann hole ich mal schnell die Bibel, wa? Dann okay. Können wir gleich mal über den Preis reden. Es läuft die Szene noch? Ja. Wie machen das Winnie professionell?
So. Ah ja. Vielen Dank. Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles andrehen. Seien Sie mal ein bisschen anders. Bitte? Nochmal. Na, hier, der Hausbesitzer, der lässt sich ja alles andrehen. Das ist ja... Ja, wir machen jetzt mal kurz eine Stimmungsänderung. Genau. Sie haben sich jetzt umentschieden und möchten jetzt doch nicht mehr, Herr Winfried. Jetzt bin ich gespannt. Aber wenn ich hier nochmal hinschaue, hier haben wir Gatter das Ei geknickt. Also, ja, wo denn? Hier, genau hier in der Mitte. Ich höre schon gar nicht mehr. Ton! Wie wär's denn, wenn Sie sich jetzt mal ganz schnell beruhigen? Aber ganz schnell! Ich gebe hier mein Geld, mein Kostbar für dieses Geld und Sie verarschen mich hier. Versuch sie hier nicht zu verarschen. Pass auf, ich habe noch eine andere Bibel, ja? Aber sie ist sehr heilig, sehr, sehr heilig. Die andere Bibel. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ja? Da sind gleich zwei Kreuze drauf. Wie ist hier? Entschuldigung, wir machen jetzt noch... Ich habe noch ein Buch. Noch einen kleinen Szenenwechsel. Ja. Jetzt möchten Sie die Bibel unbedingt haben, aber Sie möchten ihm die nicht mehr verkaufen. Okay. Und die sieht gut aus, mit der goldenen Schrift hier. Ja, aber so wie Sie vorhin mit mir geredet haben, ja, also die verkaufe ich Ihnen nicht mehr. Wenn Sie schon verkaufen wollen, ja. Ich meine, Sie haben ja schon mein Geld. Ja, geben Sie mir die mal in die Hand, ich will mal das jetzt ein bisschen. Nee, also die gebe ich Ihnen nicht. Also die Sie bekommen Sie nicht von mir. Ketzer? Was für Ketzer? Ketzer! Denn ein Biertrinker wird unangenehm laut. Und ein Weinsäufer redet Blödsinn. Wer sich betrinkt, ist unvernünftig. What the fuck? Wie? Ja? Wie wir also weise Sprüche aus der Bibel. Wer sein Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Sie sind also ein Mörder. Wenn Sie mir hier so einen Spruch an den Kopf knallen, das fühlt sich... Ja, dann würden sie mir aus 10 Metern ein Papierkügelchen in den Kopf schmeißen. Aus 10 Metern, die Weiser. Cut. Vielen Dank. Super. Das war echt gut. Also das ist ja hier das Casting, ne? Also das ist nur für, ja, das ist nur für die Chefebene, Olaf. Ja, weiß ich doch. Wollen wir Telefonnummern austauschen? Natürlich, klar. Geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Sekunde, oh Gott, jetzt muss ich einmal ganz kurz im Telefonbuch gucken, wo ich meine eingespeichert habe. Telefonbuch! Das ist so eine ewige Sache. Sie haben wieder Telefonnummer nur im Telefonbuch. Ja, das ist super. Die 0176. Ach, ja? Hören Sie zu? Ich höre dich. Gut. Also, gut. 0176. Schreibst du das mit? 104655. Alles klar. Olaf, wiederhol nochmal. 0176 014564. Abbruch. Naja, aber wie gesagt, wer hoch nach oben will, stirbt. Der fällt tief. Achso, ja genau. Da ist die Kapelle da vorne, alles klar. Oh. Viel Spaß. Alles Gute. Gott sei Dank.